Seite ist die Plage schlimmer. Wenn ich kein Gaia-Backup ans Laufen bekomme, wird es überall so sein. Eine Ruine der alten Welt. Was wohl im Inneren ist? Okay, mal sehen, was wir hier finden können. Diese Kiste könnte nützlich sein. Der Anzünder an meinem Speer sollte helfen. Na also! Hier ist irgendeine Art Gerät. Anscheinend braucht das Ding Energie. Interessant.
könnte helfen. Eine Energiezelle. Aber sie scheint leer zu sein. Ich glaube, ich kann die Energiezelle in das Gerät stecken. Na also, es hat die Energiezelle geladen. Oh, das Wasser hat die Energiezelle entladen. Ich muss sie wieder aufladen. Vielleicht komme ich da nicht rauf. Ich muss etwas finden, das mir hilft. Die Tür ist wohl verschlossen. Vielleicht führt noch ein Weg rein.
Okay, schaffen wir diese Kiste da raus. Ja, das sitzt fest. Die aufgeladene Energiezelle übers Wasser kriegen. Aber wie? So, ich glaube, irgendwas ist aufgeladen. Okay, das Ding hat jetzt Strom. Wir sind drin.
Und noch ein Relikt. Ich behalte es erstmal. Ich überlege später, was ich damit mache. Ich sollte mich nochmal umsehen, bevor ich gehe. Vielleicht gibt's noch etwas Interessantes. Bleib hier. Hier ist die Plage schlimmer. Wenn ich kein Gaia-Backup ans Laufen bekomme, wird es überall so sein. Mehr der Landgötter der Utaro. Sie verpesten die Felder. Es ist, als ob sie immer noch nach ihrer Programmierung handeln. Auch wenn sie damit alles töten. Von den Feldern fernhalten, es sei denn, du bist Gift. Einen helleren Tag. Da sind Wahl und so. Auf der Hut, wenn du von Rheinklang nach Südwesten gehst. Es gibt Berichte von den Tenakt-Rebellen in der Gegend. Unsere Späher wurden schwer verletzt. Ich werde dran denken. Ja. Klingt, als ob die Utaro Hilfe mit den Tenakt-Rebellen brauchen. Ich bin hier, wie versprochen. Der Gesang. Heißt das, der Chor ist bereit? Er ist versammelt. Ich hätte das nicht geschafft ohne Wahl. Aber ich weiß nicht, ob das etwas bringen wird.
Der Chorus singt in Dissonanzen. Das mit der Höhle ist schon schlimm genug. Landgöttin Fa ist immer noch nicht wieder da. Und mit jedem Tag drängen mehr tödliche Maschinen ins Freie. Greifen die Verteidigung an, die wir um den Eingang herum aufgestellt haben. Aber das ist nur einer von vielen falschen Tönen. Mit deiner Nachfrage hast du viele Spaltungen im Chor selbst sichtbar gemacht. Und im Stamm. Du sagtest, du hättest den Chor nicht ohne ihn versammeln können. Was hast du getan? Einige Mitglieder des Chors haben sich geweigert, deine Bitte zu diskutieren. Sie glauben, dass die Höhle allein den Landgöttern gehört. Aber Val sah, dass das, was du mit Reh getan hast, zu unserem Vorteil genutzt werden könnte. Manchmal reicht es nicht, wenn man die Anführer fragt. Andere müssen für dich fragen. So viele wie möglich. Es hat sich herumgesprochen, wie du Reh beruhigt hast. Vielleicht wurde es auch ein bisschen übertrieben. Das wachsende Interesse hat den Chor unter Druck gesetzt, bis sie sich endlich getroffen haben. Bei den Stammmüttern hat es schon einige Male funktioniert. Ein oder zweimal. Sogar bei meiner eigenen Mutter. Sehr gut. Dann kümmerst du dich um die Diplomatie. Oh nein, ich bin sicher, dass wir dich dafür ab und an noch brauchen werden. Ich verstehe, dass die Höhle heilig ist, aber wieso zieht es so viel Drama nach sich, wenn ich sie betreten möchte? Das Drama gab es auch davor schon. Viele im Stamm und im Chor wollen, dass wir alles so machen, wie wir es immer gemacht haben. Was oft nichts war. Aber andere wollen Veränderung oder extreme Maßnahmen. Deine Frage hat der Debatte wieder Leben eingehaucht. Klar, Tradition. Damit hatte ich schon mal zu tun. Aber man muss mit jedem Stamm anders umgehen. Wenn du meinst. Also lässt du die Höhle verteidigen? Nur mit ein paar Holzbarrikaden. Wir haben keine Steinmetze wie die Karja oder die Osseram. Es sind unsere Bogenschützen, die die Maschinen aufhalten. Sie wehren jeden Tag neue Angriffe ab. Hoffentlich halten sie durch. Also ist der Chor bereit. Was jetzt? Sie diskutieren über deine Bitte. Sollten wir dann nicht mit ihnen reden? Wenn du bereit bist, aber keine Angst. So schnell ist ihre Debatte nicht vorbei. Solche Versammlungen können Tage dauern. Okay. Dann sollte ich vielleicht erst meine Vorräte aufstocken. Wer weiß, wie viele Maschinen in der Höhle sind. Vorausgesetzt, dass der Chor dir Einlass gewährt. Aloy kann in solchen Situationen ziemlich überzeugend sein. Abwarten. Bereite dich vor. Wir warten oben auf dich, wo der Chor versammelt ist. Hast du die Kräuter, um die ich dich gebeten habe? Hier willkommen. Hallo. Ich habe dich beim Training vermisst.
etwas besser. So spricht eine Tenakt. Nicht nur das? Die Absperrung hält nicht ewig. Dein Volk muss bereit sein.